Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, heute geht's aber endlich weiter mit der Hauptstory. Dazu sind wir schon bei Shady Bell und dazu gehen wir direkt zu Jose. Der wird schon wissen, wo es lang geht, im Gegensatz zu mir. Wir schauen einfach mal. Jetzt beschweren sich die Leute zumindest nicht, dass ich hier reinreite. Das ist ein Vorteil. Da bist du ja schon, alter Knabe, ne? Was haben wir heute geplant? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch! Ich sollte mich davor rasieren. Mein Rasierzeug ist so weit weg in dem Camp. Das ist unpraktisch. Und jetzt lädt das Spiel. Wenn das zu lang lädt, muss ich... Ah, das geht. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I. Mir gefällt's. I used to quite often. There can be fine pickings. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I am sure that we will find something. Okay. dann auf uns. zumindest haben sie mal gute Laune. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Ich hab sehr viele. Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Zumindest hab ich ihm nicht noch auf die Schulter geklopft. Will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Ich fühle mich nackt ohne Waffe. What a beautiful evening it shall be. Mr. Ja, das hoffe ich doch. Is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Signor Napoli. As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing, you know. Respect. Boah, da ist ein Rave da hinten. Bill, Vorsicht, Flashwarnung. Also das sieht nicht richtig aus. Ich wollte doch nur schauen, ob man hier was stehlen kann. Ja, ich folge der Eskorte doch. So ein Schnauzbart müssen wir uns auf jeden Fall auch irgendwann noch machen. Bart wäre lang genug. Vielleicht gehen wir nach der Mission zum Barbier und regeln das mal. Mal schauen, was die hier in der Stadt alles zaubern können an Gesichtsbehaarung. Boah, das Wetter sieht aber nicht gut aus. Cowboys, you arrived. And you washed for the prima volta questo mese senza dubbio. Hey, ich habe mich vor zwei Episoden gewaschen. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, Dutch mit seinem dämlich großen Zylinder. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Signor Bronte? No, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch is the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh. Nicht die besten Menschen. That is Hobart Crawley. Confederate Major in the war. I mean, hero, they say, but that is his very young wife. Ja. I mean, a young mistress, that's the natural order of things. Yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. Signor Bronte verdient die Kugel. That is Hector Fellows, this self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well,
We're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. I'm none taken. None taken! All these vulgar people. Arthur hat den richtigen Riecher. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Yeah. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Oh, Mr. Monsieur okay, Bronte is gefährlich. Vino buono. Oh je, Dutch, was hast du schon wieder gemacht? Kindly follow me. Naja. Wieso sind wir hier, Dutch? Das ist nicht unsere Welt. Obwohl ich ziemlich schick aussehe. Muss ich schon sagen. So, das Spiel ist gerade abgestürzt. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Danke, danke, du auch. Selber, ciao. So, ungefähr jetzt ist es gecrashed. Oh, das sieht besser aus. Das sieht jetzt besser aus. Wo muss ich denn hin? Einfach hier raus. Na, Jungs. Wir sollten abhauen. Das wäre cool, wenn Cornwall auch hier war. Hier wäre. Den könnten wir gleich erschießen. Ladies und Champagner. Ich habe doch nur den Champagner-Knopf gedrückt. Arthur bewegt sich gerade selbstständig. Ja, nimm die Flasche, so ist richtig. Oh, gern geschehen. Ich wollte eigentlich aus der Flasche saufen. Oh, hat mir das jetzt gerade was gebracht, außer Social Skills? Entschuldigung, Madame. Ah, da ist die vom Protest. Die kennt mich doch. Aber nicht im Anzug. Hoffentlich identifiziert die mich nicht. Hallo, Mister. Can I help you, sir? Evening, all. Well, not quite sure. Hello. Albert Daniels. How's things? Brent Tilden. This place hasn't got the better of me yet. Ah, das ist gut. Da würde ich aber anfangen, mehr zu trinken. Gentlemen. Good day, sir. Ich muss unbedingt noch meine Ehre verbessern. Ferdinand. Gentlemen, I hope you're having a fine evening. Ah, Mr. Mayor, wonderful to see you again. Lemieux, this intellectual here was just insulting me regarding the Redskin. I did no such thing. But, Mr. Lemieux, I suggested that all of us as Americans had a duty to take care of people living in this land. Na, das wäre schön. To Saint Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. Doch, but doch. This man loves darkies. Hey. You are pretty drunk. Yeah. What say you and me cool off? Cool off im Brunnen wäre doch ganz nett. Ganz ruhig.
Ganz ruhig. Sleep it off. Jo, schönen Abend noch. And calm down. Count to a thousand. Then you can rejoin the party. Ja, oder ein kleines Käffchen am Abend. Wird auch helfen. Hallo, Gentlemen. Thank you, sir. My pleasure. Gern geschehen. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Feuerwerk. My lord, they're fantastic. Ja, das sieht man nicht alle Tage. Monsieur, please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass and a bad horse. Das stimmt. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Can you say something about Cornwall? Yes. Find out what. Warum gehen wir jetzt Cornwall nach? Wir wollen doch einfach nur abhauen. Egal, wir schauen mal nach. Ja, das ist wunderschön. Leider habe ich hier Geschäftliches zu erledigen. Dass der sich noch nicht verfolgt fühlt. Ist auf einer Party wahrscheinlich auch schwierig. So langsam wird sie mir aber das Nackenhaar aufstellen. Tut's aktuell, glaub ich schon. Ich glaube, das ist wie eine Verfolgungsmission, wo wir ein bisschen Abstand halten müssen. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Terrapin. So. Na, so sicher sieht's doch nicht aus, wenn du jetzt einfach weggehst, obwohl du genau siehst, dass ich hier gelauscht habe. Ha, hoffentlich haben die auch viele Goldbarren. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Was will er denn unterschreiben? Marie! Marie! Was ist denn mit Marie? Das ist ein Deutscher? Ein Glück bin ich getarnt. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Okay, muss ich dem weiter folgen? Ich dachte, ich könnte hier noch was looten. Vielleicht nicht die beste Idee. Look at me. Who do you think hey. You are? This area is not meant for the likes of you. You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning. So ein Arsch. A final warning. Now get out of my sight. Lass das arme Mädchen in Ruhe. Was für ein Arsch. Schade, dass ich meine Waffen nicht habe. Ich glaube, der könnte einen guten Schuss vertragen. Dann schauen wir mal. Soll ich die niederknüppeln? Was macht ihr denn da? So viel zu, das Haus ist gesichert. Mist. Ah, ich kann es ja doch.
Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Leg das Buch zurück, du Idiot. Lesen. Brief von Bürgermeister Lemieux an Angelo Pronte aus dem Büro des Bürgermeisters Rathaus der Stadt bla bla bla. Im Mai 1899, mein teurer Angelo, wieder einmal steht die Stadt in deiner Schuld und ich bin sprachlos ob deiner Großzügigkeit. Deine großherzige Spende wird der Eckpfeiler sein für die Finanzierung unseres Traums. In unserer Stadt eine weltberühmte Universität anzusiedeln. Wir sind auf dem besten Wege, die nötigen Mittel sowohl für die theologische Fakultät als auch für die geisteswissenschaftliche Hochschule zusammenzubekommen. Die zukünftigen Studenten von Le Moyne haben der Vision von Männern wie dir eine Menge zu verdanken. Ich bin dir auf ewig dankbar. Dein Freund Henri Lemieux. Aha. Arthur legt das Buch zurück. Ah, so eine Scheiße. Dann wollen wir mal zurück. Ein Glück ist dem anderen nichts aufgefallen, dass ich die ganze Zeit hinterhergeschlichen bin. Zumindest bis jetzt. Vielleicht kriege ich ja noch auf die Fresse. Ja, weiß es schon so genau. Könnte ein langer Abend werden. Und das Haus sieht eigentlich sehr wertvoll von innen aus. Wo ist der ganze Schmuck? How do you do? Sehr gut. Und selbst? Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. Hello, sir. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. A big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. Ja, das will ich hoffen. We're gonna leave. That could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Ah, davon haben wir auch gehört. Ich wollte auch noch was vom Champagner trinken. Das ist ein Abschiedsgeschenk. Ah, meine Waffen. All right. Let's get in. Go home. Oh, I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk are so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think. Meistens geht schief, wenn das stinkt. Also irgendwann. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Ooh, das gefällt mir. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law react. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. The sweet of plum. Almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Mach das. Oh je. Wird bestimmt alle drei Sachen werden schief gehen. So, ich würde mich gerne rasieren. Wo ist mein Rasierzeug? Nicht umziehen. Da ist Rasierzeug. Rasieren. Obwohl wir wollten zum Schneider für einen schönen Schnauzbart.
Da mache ich jetzt nichts dran. Hier Munition und so weiter. Ach, das braucht man, glaube ich, nicht. Was ich machen würde, das nehme ich aber nicht auf, ist hier... Guten Morgen, wo kommst du denn her? Ist Geld spenden, und zwar in 21 Dollar Abständen, damit unsere Ehre steigt. Da schauen wir mal, wie viel Geld habe ich jetzt? 2270. Das heißt, das kann ich 100 Mal machen und dann... Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, das würde ich jetzt tun. Ich cut zurück auf mich mit überhaupt keinem Geld mehr oder wenig Geld und mehr Ehre. Können wir ein bisschen grinden. Also das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, ihr werdet ja gleich im nächsten Moment sehen, ob es was gebracht hat. So, ich habe nicht mein ganzes Geld verspendet. Hier, das hat's gebracht. Wir sind eine Stufe weiter aufgestiegen und danach hat sich der Balken nicht mehr bewegt. Ich habe auch mal gespeichert und den Spielstand dann geladen, in der Hoffnung, dass mein Balken dann größer wird. Im Spiel hat sich leider nichts getan, was das angeht. Aber ich glaube, dadurch haben wir mit Maika jetzt einen Kutschenüberfall, den wir machen können. Und das Geld, das kann ich gebrauchen. Hab gerade über... Naja, ihr habt es ja gesehen, was war die Differenz? Ja, ihr habt gerade gute 1400 an das Camp gespendet, ohne dass es mir irgendwer gedankt hat. Naja, holen wir uns das Geld zurück. Und wenn es mit Maika sein muss. So, naja, noch mehr kriegt Dutch heute von mir nicht. Na, bevor die Mission weg ist, fragen wir mal Maika. Mr. Morgan! Mr. Morgan. Ja. Yes, Reverend. Do you think the Pinkertons are finally gonna kill us? Bestimmt. Perhaps. I'm so worried. Alles gut. Ich beschütze dich, Reverend. Hello, Arthur. Hallo. Okay, I'll catch you later, then. Hallo. Everyone's favorite uncle. Mr. Morgan. Everyone's favorite uncle. Oh, das ist nett. What do you so, want? Her mit der Kutsche. Always full of sunshine, ain't you? Old Misery Guts Morgan. Ja, what Sonne schenkt mir aus dem Arsch. Well, I want a friend, Arthur. I want hope. I want Such tomorrow weiter. To mean more than today. I want this whole damn shit show to have some kind of meaning I haven't understood. But I ain't holding my breath. Yeah, I wouldn't. So, instead of that, how about you and me go and redistribute some property? Oh, das klingt gut. Redistribute? Yep. From the Bowles Overland Stagecoach Company into our pockets. Oh. You'll fight this time? I always fight. No, you always talk. But with coaches, guns are more significant than words. Oh, I'm fine with both, friend. Yeah. Come on, then. You think we need an extra gun? Nein. Good idea. Nein. Bill, da müssen wir das Geld aufteilen. What are we doing? Coach, stick up. Well, excellent. I'm in. Nein, ich will das Geld nicht teilen. Geteiltes Geld ist halbes Geld. Hit it as it comes over the river into the swamps north of here. You got an actual plan this time? I got three sticks of dynamite, I got two pistols, I got you and Bill. That count as a plan? Well, not really. Well, let's go. I'm joking. So, who told you about this? Please tell me it wasn't an O'Driscoll this time. Nope, a man on the inside at Bowles Overland. You can keep your funny little station friend in Rhodes. I go right to the source. Why did he tip you off? Charm, Bill. Not something you can learn, I regret to inform you. Very true. You're proof also, Maika ist nicht unbedingt charmant. Charm. And a little money. Obwohl er Dutch um den Finger wickelt. Which I recovered the next day when he met with a tragic boating accident. See, I don't like leaving trails, unlike the rest of you. Hey. What do you mean by that? We keep leading trouble right to us. We're carrying too much dead weight. We need to be leaner, so we can move faster, quieter. I prefer a tight crew. Just five or six strong gunmen. Well,
Nobody's stopping you. There's a whole world out there. Go find the strong man you want and leave. Hey, I like you boys. And with the price on our heads, we are wedded in this chaos, for better or for worse at this point. It would be a coward's move to bail on Dutch now. Not like John did. Heard about him disappearing on you fellers. For a year, wasn't it? Something like that. I don't trust him. I've been talking to Dutch. Feels to me like he's turned. Oh, Mike, halt doch einfach die Fresse. I know you have your doubts about him too, Morgan. I got no doubts about John. I've known him 15 years. Well, if we really are gonna escape somewhere like me and Dutch have been talking about, let's cut across here. Go on now. We're gonna need to cut some loose. From what Dutch says, the coffers are looking pretty good again. Yeah, thank you. We could almost leave now if we chopped half the dead wood. We ain't doing that. I mean, why the hell do we need a gaggle of girls who won't even fuck you if you put a gun to their head? I'm sure you've tried. Is it too much to ask, considering they get a piece of every damn dollar I bring in? Aye, Michael. Everyone does their share. I don't see you lifting a finger around camp. Swanson does his share. Molly, come on. That's different. See, this is what I mean. Lass doch einfach die armen Menschen in Ruhe. Die sind Familie. Sully, but strong. Well, I don't get the sense the feeling is mutual. You just don't understand women, Morgan. You got that right. Wer tut das schon? Your eye on then, Bill? Okay, here we are. Hey, ich wollte mehr über Bills Crush wissen. I'll get the explosives planted. Coach should be coming through any minute. Na gut, dann hole ich meine Waffen. Brauch mal irgendwas. Ja, mit Zielfernrohr. Einmal ein Lancaster und der Rest passt. Ah, nehmen wir doch die. Die ich immer als Eagle bezeichne, weil M1899 mir zu doof ist. Ein bisschen gutes Pferd, das wird gleich ein bisschen lauter. Ja, ja, blow it, wenn du willst. Oh, gutes Mädchen. Hä, was? Ja, ich war gerade mit meinem... Ah, ist ja kein Mädchen. War gerade mit meinem Jungen beschäftigt. Gehe in Deckung und warte auf die Kutsche. Dann solltest du dein Gesicht nicht zeigen. Jo. Ich könnte ihn einfach erschießen. Da kommen sie ja schon. Ui, die haben aber Begleitung. Wir haben aber Begleitung. Here they come. You gonna shoot the charges, Morgan? About time you did some. Ich. Noch wer am Leben? Noch wer? Oh, doch nicht so schlecht, die Waffe. Kommt mit erhobenen Pfoten raus. Will keinen Deckungswechsel. Will die Deckung verlassen. Nachladen. Das war ein schönes Pferd. Ich versuch's. Because I got the lead on this. And Williamson's a halfwit. Hey! I'm joking, Bill. Glaub nicht, dass er so viel Job. Wieso kann ich hier nichts looten? Looten? Ach, Bill lootet. Na gut, Kutsche plündern. Dann hoffe ich mal, dass das Dynamit das Geld nicht weggesprengt hat. Die sieht hinten hier nicht mehr so toll aus. Ja, was haben wir denn da drin? How much we get, cowpoke? Enough. Thank you kindly. Thank you. Maybe I had you wrong, Arthur. Maybe you can win as well as fight.
Or maybe you was lucky. We'll see, I guess, how lucky any of us is. Exactly. All right, better get out of here. Split up, I reckon. Ja, das ist doch ein guter Plan. Pferd, komm hier. Oh, da liegt noch einer. Bild ist nicht sehr gründlich. Oh, mein Anteil waren $50, das ist alles. Nach allem, was ich für das Camp getan habe. Ich weiß, ich sollte auch nicht so geizig sein. Ich bin nicht besser als die Pferde hier. Vielleicht findet man noch das schöne Pferd. Bist du das schöne Pferd? Ich sehe dich leider nicht gescheit. Nee. Du bist zwar auch ein Pferd. Ja, du hast nicht die schönen gepunkteten Flecken auf dem Arsch. Eselhase. Aber wir brauchen perfekten. Na gut, reiten wir mal Richtung Rhodes. Irgendwo war hier im... Oh, das war eine Schar Enten. Ich wollte sagen, irgendwo im Sumpf war doch auch dieser gute Ködershop. Kann mich dunkel dran erinnern. Also Angelködershop. Ich weiß, Angeln ist lang her inzwischen. Und das mit den legendären Fischen. Aber im Hinterkopf habe ich das immer noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir probieren es hier einfach mal kurz rüber. Wie gesagt, irgendwo hier in der sumpfigen Hölle war er. Alles gut bei dir? Was ist denn da links los? Ich komme leider nicht runter. Irgendwer hat da geschrien wie am Spieß. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. War ein Fehler, hier lang zu reiten. Komm nicht runter. Wenn jetzt ein Zug kommt, wird's eng. Und, okay. Hier haben wir ja die Möglichkeit. So, ich würde dann sagen, wir nehmen auf jeden Fall schon mal ein Warmentgewehr raus. Und die Volcanic Pistol. Volcanic. Schofield. Hier, Volcanic. Hier gibt es nämlich viele, viele böse Tierchen. Zumindest Krokodile. Und mein Dead-Eye muss besser werden. Es wird zwar nicht besser, indem ich mein Pferd mit Haferplätzchen fütter. Es verdient hat sich das auch. So. Ich fress mal die Süßigkeiten. Das könnte sogar der Angelshop sein. Schauen wir mal. Süßigkeiten. Dann wird Arthur noch fett. Genauso fett wie ich. Und dann haben wir noch was, was effektiver ist. Angebrochener Gin. Jetzt ist es ausgetrunkener Gin. Und es funktioniert sofort. Irgendwas für das gute alte Herz brauchen wir auch noch. Hier, Wildfleisch. Boah, was ist das jetzt für ein Wetter? Na? Nicht, dass irgendwann so ein Alligator auf mich zustürmt. Hab immer noch nicht in Erfahrung gebracht, was der Unterschied zwischen Krokodil und Alligator ist. Ein Alligator macht zumindest teilweise Musik und ist jetzt auf Metal umgestiegen. Das sieht nicht so aus, als ob die hier irgendwas verkaufen. Hör ich einen Zug oder bilde ich mir das ein? Da ist ein Alligator. Sogar ein relativ guter. Den müsste man doch einfach mit dem Lancaster ausschalten können. Mitten ins rote Auge. Alles gut. Alles gut. So. Dass der mich nicht angreift. Dann wollen wir das Kollegchen mal... Ich verstehe das nicht. Wie muss ich Krokodile töten, damit die bei 3 Sternen bleiben? Wahrscheinlich nicht in den Kopf schießen, aber... Können sie ja schlicht mit Dynamit hochjagen. Anscheinend ist Kopf das, was ich... Alligator haut schlicht. Den Zahn nehme ich mit, aber... was haben wir denn da?
Ein Toter, der reitet? Schaut euch das mal an. Was ist da denn los? Was ist denn los mit dir? I need a doctor. All right, friend, all right. You're gonna be okay. You gonna help me? You gotta. Ja. You gotta. Na, Saint Denis. Please, do something. I'll give you help. Stay alive. Okay. Komm schon, okay. Mann. Das wird wieder. Ich hätte auch Medizin und Alkohol. Das könnte der Angelshop sein. Oder, nee, da war man ja gerade. Ah, ja, keine Ahnung. So, jetzt geht's aber, glaub, um Zeit. Und den dürfen wir nicht abnippeln lassen. Ich helfe Menschen doch eigentlich ganz gern. Sogar in dem Spiel. Vorsicht, Jungs. Krankenwagen. Oh, vielleicht sollte ich eigentlich auf der Straße bleiben. Da gibt's sogar Wildschweinjunge, glaube ich. Nicht so klein, aber die waren schon ziemlich klein. Stay awake. Das ist der Plan, ja? Gebt dir mal ein bisschen Mühe. Boah, ich vermisse meinen schwarzen Araber. Ich glaube, der war noch mal deutlich schneller. Der war aber auch schon relativ gut verbunden mit mir. Der hier ist tatsächlich gerade ein bisschen langsam. Komm schon. Where am I? Gleich beim Doktor. Laufpferd. You give up now. Komm schon. Wir sind schon in Saint Denis. Oh, mein Pferd. This is it. Ganz ruhig. Komm schon, Mister. Wir schaffen's. Je nachdem, wo der Arzt ist. Weg hier. Was? So viel hat's meiner Ehre gekostet? Was ist denn das? Verstehe ich nicht. My arm. I can't feel it anymore. Alles gut, alles gut, alles gut. Der kriegt mal wieder hin. Nur eine Fleischwunde. Alright, friend. Alright, we're at the doctor. Wo ist der Eingang? Don't see that every day. Geh doch aus dem Weg. Doktor! Quickly, bring him in here. Ach, ein Glück ist er da und nicht auf dem Klo. Wir sollten sowas wie Krankenkutschen erfinden. Mit schnellen Pferden. Komm schon. What happened? Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Alles gut, alles gut. There's also the matter of my payment. But we'll deal with that later. Okay, jetzt ist die Ehre wieder ins Hoch. Lot of blood loss. This wound's badly infected. Wie kann die jetzt schon entzündet sein? I'll have to amputate. What? Oh Gott. What did you say? Just try to breathe. I'll give you something for the pain. No. There you are. And I'll knock him out for a while. You did a good thing bringing him here. But now, I'd recommend moving along. You do not want to see this. Willst du die Säge davor noch desinfizieren? Na, das sorry, it's come to this. Das Geräusch mag ich nicht. Aber ich glaube, er kommt durch. Oh, Entschuldigung. You better watch yourself now. Ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte eigentlich Leute grüßen. Ich brauche die Ehre. Denk, wir haben mal eine gute Sache getan. Weiß trotzdem nicht, warum die Ehre dann so getankt ist. Runtergegangen.
Da ist ein Waffenladen voraus. Wieso wird er denn so prominent? Vielleicht, weil er in der Nähe ist. War das nicht der Kuo Chao? Ich glaube, den habe ich ausgeraubt. Ist egal, das kann ich auch zweimal machen. Ah, der Arzt sagt, sie werden es überstehen. Gut, dass ich das... Come on in. We stock the finest guns in America. Ja, ja, ich weiß. Tell me what you want or get out. So, ich würde aber tatsächlich sagen, ich würde jetzt nur hier die Waffen noch reinigen, ansonsten nichts mehr machen. Deswegen denke ich, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.